was machen Sachen? Ja, willkommen in Security Breach. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir uns nicht unbedingt an die Guidelines halten. Sprich, wir sind schlechte Arbeiter. Im ersten Versuch hatten wir das erste Ending. Wir haben uns halt alle an die Regeln gehalten, die uns gegeben worden sind. Von wegen, ja, wir lassen keine fremden Leute rein, etc. Jetzt sind wir ein bisschen nicht so motiviert bei der Arbeit. Passend dazu habe ich auch gerade Essen bekommen und bin Salat essen. Ich fand die Version jetzt am lustigsten und habe gesagt, okay, es ist etwas wird mit Salat essen und spielen, aber es passt irgendwie so. Ich habe so gar keinen Bock auf meine Arbeit und mampf mein Essen. Ich dachte, vom Spirit her passt das doch ganz gut. Und ja, dann wollen wir gucken, was das zweite Ende von uns zu bieten hat und hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, mal sehen, was passiert. Wenn ich jetzt alle reinlasse, nochmal. Also es gibt schon mal mehrere Endings. Ich lasse jetzt einfach alle rein. Ach, guck mal, Zettel tauchen erst später auf. Ich lasse einfach die Tür auf. Jeder darf rein. Da. Ach, wenn einer klopft, dann bringt ein Zettel an, oder wie? Leider wir einfach durch. Ich lasse alle rein und raus. Alle sind willkommen. Jeder darf rein und raus, wie er möchte. Ich geh spazieren. Oder auch nicht. Da war was. Ich komme nicht weit. Komm rein, auf, Kollege. Einfach durchfahren. Oder ich lasse den einen dann nicht raus, wenn nichts passiert. Wenn alle reinkommen. Ich lasse jeden rein, aber keiner darf raus. Für immer arbeiten. Oder über das Tor klettern. Wir sind keine Zettel. Das ist überwacht. Schön. Ich kann auch nichts anderes anklicken. Oh, Salat, nice. Danke dir. Oh, Essen. Fahr einfach weiter, ist okay. So habe ich eigentlich alles gut im Blick. Oh, ich habe Salat gekriegt. Oh, jetzt geht natürlich das Telefon. Ich will was essen. Danke. Freue mich. Vielleicht ist der für irgendwas wichtig. Aber jetzt egal. Ich einfach mit den Nummerplatten einfach weiterfahren. Ist okay. Was ist mit der Tür da kaputt? Ach so, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Bitte weiter. Ich habe ich auch aus Versehen schon einen falschen reingelassen, deswegen hat das Boom gemacht. Nicht richtig geguckt. Hm. Ja, ein Zettel. Der extra. Was? Achso, Excitement. Oh. Natascha died last week, but it's over. Okay. Hat man eine Natascha reingelassen? Muss ich nach gucken? Natascha? Ist hier eine Natascha? Oh. Ich habe eventuell den falschen reingelassen, deswegen das Boom. System failure. System failure. Gibt's ja eine Natascha? Oh. Ich guck gleich.
Hier gibt es aber keine Natascha. Ich habe keine gesehen. Oh, da hat er geklopft. Weiter. Ne, da. Und hier. Fahr weiter. Digga, das Tor ist auf. Du. Emergency. Ist jetzt doch weitergefahren. Erst fluchen und dann weiterfahren. Hier gibt's ja nicht. Weggefahren? Okay. Oh. Ja, okay, das ist neu. Ist jetzt durchgefahren wahrscheinlich. Nicht ja, wenn ich ans Telefon gehe. In den zwei. Okay. War das jetzt, weil wir ans Telefon gegangen sind? Oder weil der durchgefahren ist? Das ist, wenn ich gar keinen durchfahren lasse. So, zweite Ende erreicht. Wir hatten unser Telefonat wahrscheinlich von Natascha, die ja nicht mehr unter uns weilt anscheinend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hatte Spaß beim Machen. Und ja, hoffe, ihr lasst euch euer Essen schmecken. Mir hat es geschmeckt. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Auf Wiedersehen.